Offset-Druckerei Schwarzach legt seit ihrer Gründung konsequentes Augenmerk auf das Entwickeln, Herstellen, Optimieren und Vermarkten von Feinkartonagen und Nassklebeetiketten. Darin liegen die wirtschaftlichen Ziele des Managements und der Mitarbeiterinnen. Das Unternehmen agiert als Wegbereiter im Herstellen von Kartonverpackungen für die internationale Konsumgüterindustrie. Bei der Offset-Druckerei Schwarzach beginnt Qualität mit der sorgfältigen Auswahl und Ausbildung der Berufsanwärter und Mitarbeiterinnen. So arbeitet Simone Wolf schon über 11 Jahre bei der Offset-Druckerei Schwarzach. Sie ist Druckvorstufentechnikerin und steht in der optimal durchdachten Produktionskette an erster Stelle. Beim gleichen Unternehmen bin ich schon so viele Jahre, weil mir das gut gefällt da und weil es mir Spaß macht, weil ich das einfach super finde, du kennst alle Leute und sie kennen die alle und dass einfach eine kleine familiäre Umgebung geschaffen ist. Ein gutes Arbeitsklima ist in der Unternehmensphilosophie fest verankert, das schätzen auch die Mitarbeiter. Ja, es ist einfach schwierig, wenn die immer aufrappeln muss zum Schaffen gehen und das gibt es bei uns halt nicht und das ist einfach super, wenn du Freude am Schaffen hast, weil einfach die meiste Zeit mit der Arbeitskollegen verbringst und im Geschäft. Ist die Druckvorstufe abgeschlossen, geht die schlussendlich dreidimensionale Verpackung in den Druck. Bis zu 15.000 Bögen werden auf dieser Maschine innerhalb einer Stunde gedruckt. Nach dem Drucken geht es in die Stanzerei. Ultrascharfe Stanzmesser lösen die Kontur aus den Druckbögen. Nun ist die Form der Verpackung bereits plano erkennbar. Ein absoluter Spezialist in der Stanzerei ist Christian Stefani. Auch er ist seit der Lehre seinem Arbeitgeber treu und das nun schon seit mehr als 10 Jahren. Da ich in der Offset eine Lehre gemacht habe, bin ich in verschiedene Abteilungen hineingekommen. Zum einen Stanzerei, Kleberei, Schneiderei und CAD. Und die Abteilung Stanzerei hat mir am meisten zugesagt. Ein wahrer Knochenjob. Die Stanzformen sind je nach Verpackungsform individuell und müssen stets gewechselt werden. Es gibt aber selbstverständlich noch viele andere Aufgaben. Nicht zuletzt das macht für Christian Stefani seinen Beruf so interessant. Mein Beruf ist so interessant wegen der verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten. Sprich, man kann stanzen, prägen, folieren, kleben, schneiden oder konstruieren. Man kann auf neuesten Maschinen arbeiten, was es auf dem Markt gibt. Und wie gesagt, man kann halt selbstständig arbeiten. Anschließend gewinnen die gestanzten Bögen schon einen Teil ihrer dreidimensionalen Form. Das geschieht in der Kleberei. In Highspeed-Geschwindigkeit werden sie je nach Anforderung und Form maschinell geklebt. Dutzende tausend Verpackungen werden so innerhalb kürzester Zeit finalisiert und zu guter Letzt verpackt. Auch das geschieht in enormer Geschwindigkeit. Bevor sie dann den Weg zu den Kunden größtenteils in Österreich, Deutschland und der Schweiz aufnehmen, kommen sie in die Logistikzentrale. Im eigens dafür neu gebauten Hochregallager finden knapp 10.000 Paletten ihren Platz und warten nur darauf, termingerecht ausgeliefert zu werden. Sogar da spürt man regelrecht die Liebe zum Detail. Denn auch das Hochregallager hat eine der Offset-Druckerei Schwarzach entsprechende Verpackung. 4.200 Paneelen in 16 verschiedenen Farben geben dem Lagergiganten seinen äußerlichen Glanz.